Na, machen wir erstmal hier weiter. Mal gucken, was haben wir denn jetzt da? Fallenverbesserung. Euer Fallen verfügen über mehr Schaden. Eure Forscher arbeiten noch schneller. Ja, viel fehlt nicht mehr. Eure Zwerge fügen Bossgegnern zusätzlichen Schaden zu. Ah ja. Drei haben wir noch. Theoretisch könnten wir doch das hier mitskillen, oder? So. Erhöht den Schaden eurer von Kriegern zugefügten. Na, was haben wir denn da Nettes? Ach ja, unsere neuen Soldaten. Müssen wir mal aufpassen. Da laufen bestimmt noch mehr davon rum. Aber keiner trainiert irgendwie. Ah. Hm. Können wir den inzwischen immer noch nicht? Ich möchte ja zumindest diese Runde hier eigentlich so schnell wie möglich zu Ende spielen. Damit ich später nicht irgendwie in Verlegenheit komme und sagen muss, ja, ich habe keine Lust mehr oder so, weil das passiert ja auch erst öfteren. So, sollen sie mal hier buddeln? So. So. Vielleicht hier noch. Einfach mal just for fun. Hauptsache, sie kommen hier weiter hoch. Ach so, sie kommen erst gar nicht runter. So. Wie sieht es hier aus? Dann legen wir mal die Reihe darunter komplett frei. Und dann irgendwann müssen wir auch mal hier reingehen. Großer Goldtopf. Ach, jetzt haben wir ja unsere... Schatzkammer gerade voll ausgelastet. Aber eigentlich habe ich doch eine richtig geile Idee für eine weitere Schatzkammer. Und zwar, wie wäre das, wenn wir die direkt hier drüber errichten? Also quasi auf der Höhe. Geht das denn? Ich weiß jetzt ja nicht. 2, 3, 4. So. Das müsste jetzt ja hier quasi der Boden sein. Und dann könnte man doch theoretisch mit einer etwas schöneren Leiter, die man sich auch leisten könnte. Hallo? Ich hab doch genug davon. Könnte man doch dann quasi hier aufbauen. Den machen wir dann auch noch weg. Oder nie? Oder nie? Doch, 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 den machen wir auch weg. So. Jetzt haben wir hier unseren Aufstieg. Daran hatte ich noch gar nicht gedacht, dass wir jetzt ja irgendwie mal vielleicht nach außen rum so ein bisschen in die Höhe gehen. Und wir jetzt weitere Räume anbauen. Vielleicht könnten wir auch hier oben unseren Thronsaal hinsetzen. Theoretisch müsste hier die ganze Reihe weg. Also müssen wir erstmal wieder Pause machen.
Da hebeln sie einen jetzt schon ganz schön schnell die Räume aus. Ich frage, ob sie auch drei über dem Kopf arbeiten können oder ist das zu viel? Da ging es auch. Oh, da sollte es besser nicht gehen. Naja. Da oben an der Leiter, ich weiß nicht. Ah, nee, nee, da nicht. Bloß nicht. Macht euch nicht unglücklich, meine kleinen Zwergenarbeiter. So. Und da auch einen einsetzen, bitte. So, damit ist das wieder repariert. So, hier haben wir dann auch zwei Höhe. Ja, sieht ja toll aus. Hier wegen dem Aufstieg. Sind die immer noch markiert hier? Nein! Och, Mann! Hört hier auf da. Obwohl, wenn es doch klappt. Ganz doofe Idee. Ach nö. Ah, macht mir doch nicht alles kaputt hier. So, den hier noch weg. Kommt da jetzt keiner mehr dran von euch. Und jetzt... Ja, da müsst ihr jetzt immer wieder hochkrabbeln, das ist euer Problem. Das war den auch erstmal weg. Den auch. Hier müssen wir jetzt wirklich aufpassen, dass wir das wirklich Stück für Stück machen. Denn sonst bleiben am Ende hässliche Flecken zurück. Eine Etage tiefer sieht es dann so aus. Aber das ist komisch, dass wir hier noch diesen Zweierdurchgang haben, wo ich doch eigentlich überall Bretter eingesetzt habe. Philipp, bastel. Geht doch. Der ist gut, der Junge. So, jetzt haben wir quasi diesen Raum hier, genau in der Breite zu dem. Und das ziehen wir auch, denke ich, dann so durch. Ja. Ah, Power ist immer noch abwesend. Noch ein bisschen Zeit. Wir noch ein bisschen weiterarbeiten. Okay, das war jetzt natürlich eine ganz blöde Idee, aber es geht auf. Außer natürlich an dem hier. Tut mir leid, Morg. Ey, Morg! Mach doch keinen Morgstar. So, jetzt muss ich hier leider wieder so ein Ding einsetzen. Nee, da. Damit wir dann dort auch dran kommen. Damit alle die sofort wieder abreißen. Och, jetzt sitzt der nächste da drauf. Gib den Stuhl her. Gebt euch hier Stühle. Da. Oh, ich kann keine Stühle nehmen, wo jemand drauf. So. Und die nächste Reihe fällt. Da ist schon wieder ein Stuhl. Er hat hier die ganzen Stühle hingebaut. Muss mich hier
gerade schon wieder so ein bisschen aufregt ist, jetzt kann ich ja auch noch überall einzeln solche Dinger hinsetzen. Der gute Philipp, der baut ja recht schnell und auch zuverlässig. So. Dafür habe ich immer noch nicht genug Zeug. Wie lang geht denn der Raum noch? Nicht mehr so lang. Vielleicht schaffen wir es ja noch, den hier fertig zu kriegen. Zumindest haben sie keine sehr weiten Fußwege. Könnte jetzt hier ja quasi eine Treppe hochbauen und dann da oben den Thron hinsetzen. So, da sitzt gerade keiner. Sprich, den schnappe ich mir jetzt und hau ihn irgendwo hin, wo er nicht im Weg steht. Zum Beispiel an diese Wand. Wir verschieben quasi die ganze Wand um zwei Felder. Natürlich nur in dem Bereich, wo der Thron hin soll. So, und hier kann ich hier wieder. Da fehlt noch einer. So, aber jetzt immer noch hier ausgleichen. Ja, schon mal das DS öffnen. Und so. Das ist jetzt die letzte. Jetzt kann der gute Philipp schon anfangen, hier an die Wand zu bauen. Da kann er dann ja auch von außen dran. So, hier. Na gut, jetzt hat er schon gebaut. So. Zack, 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 zack. Er kommt damit auch auf Level 16. Oh je, da habe ich schon wieder ein zu viel gebaut und es leckt zwischendurch trotzdem noch ganz deftig. So, der kann wieder weg. Und der kann weg. So, jetzt haben wir hier den Aufstieg in den Thronsaal. Der soll natürlich jetzt richtig massiv wirken. Was haben wir denn? Wir hätten das hier. Oder das hier. Oder nee. So, alles was jetzt hier so rumsteht, kommt dann natürlich auch nach oben. So. So geht's einfacher. Machen wir hier oben eine gescheite Steinplatte hin. Irgendwas in der passenden Farbe. Wieso nicht? So. Jetzt sitzt natürlich der König erstmal drauf. So, das wird nicht ganz mittig, deshalb stellen wir diesen bequemen Stuhl hier noch daneben. Kürbis, sein privater Kaninchenstall kommt natürlich auch mit. Das Fass, das kann hier stehen bleiben. Und das kommt jetzt erstmal hier hin. Ich brauche noch diesen doofen Stuhl hier. Hallo! Och Gott, ja mach Pause da, darauf stehen wir doch alle. Ja, endlich.